Brauche nicht mehr jemand, der dann sagt, du hast jetzt deine 2 Tonnen CO2 aufgebraucht, für den Rest des Jahres wirst du in flüssigen Stickstoff gebracht und dann wieder aufgetaut nächstes Jahr. Dann kriegst du wieder, also keine Ökodiktatur. Menschen, die Angst haben, wollen erstmal das Böse aus der Welt schaffen. Und das ist für uns deshalb schwierig, dass man in Deutschland auch ein sehr negatives Menschenbild hat. Auch das kommt aus totalitärer Vergangenheit. Die sagt, ich gehe mal erstmal davon aus, dass du böse bist. Und also geht es mir darum, dass der Mensch nur möglichst wenig böse ist. Und das Ziel ist deshalb null. Ja? In Holland ist es anders. Die deutsche Kultur ist eine Kontrollkultur. Wenn mein Nachbar mir nicht schadet, reicht mir das aus. In Holland ist es anders. Wenn es meinem Nachbar nicht gut geht, dann ertrinke ich auch. Das heißt, wenn der Nachbar nicht auf den Deich aufpassen kann, dann bin ich auch in Gefahr. Das heißt, ich bin daran interessiert, dass es dem Nachbarn gut geht. Nicht, dass es mir nicht schlecht geht und dass er mir nicht schadet. Das heißt, die holländische Kultur ist zum Beispiel so wie in Taiwan eine Unterstützungskultur. Die Hälfte des Landes in Holland ist unter dem Meeresspiegel. Und das hat eine zweite wichtige Sache. Die Holländer können die Natur nicht romantisieren. Ne? Wir rollen immer die Augen und sagen, was haben wir Mutter Natur angetan? Aber warum haben wir die Natur zerstört? Weil sie nicht freundlich zu uns war. Wir haben uns die Finger geschnitten und wussten nicht, ob wir den nächsten Tag überstehen. Unsere natürliche Lebenserwartung ist bei 30 Jahren etwa. Ja? Das heißt, wir hätten unsere Kinder zwischen 15 und 25 und danach können wir Kompost werden. Die Natur braucht uns dann nicht. Ja, es war ein jämmerliches Leben. Wir haben die Natur deshalb so zerstört, weil sie einfach uns bei den einfachsten Dingen mit den einfachsten Dingen umgebracht hat. Es war ein gewaltvoller Emanzipationsprozess. Nur dieser Prozess ist jetzt vorbei und wir haben es immer noch nicht gelernt. Das ist so wie in Hamburg Störtebeker, der hingerichtet wurde und dann noch weitergelaufen ist, ohne Kopf sozusagen. So ähnlich ist unsere Zivilisation. Der Apparat läuft noch weiter wie ein Tanker, der nicht zu stoppen ist. Wenn Sie einmal verstanden haben, dass weniger schlecht nicht gut ist, ja, sondern nur eben schlecht weniger, ja, dann versuchen Sie Dinge zu machen, die gut sind. Es gibt 5 Arten, die Menschen zu kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein. Aber es gibt Millionen Arten, Menschen zu unterstützen, gut zu sein. Und das heißt, Cradle to Cradle ist ein Unterstützungskonzept. Ich mag, wie die Menschen sind. Und noch viel mehr mag ich, wie sie sein wollen. Weil wenn Sie den Leuten die Gelegenheit geben, dann sind 95% der Menschen daran interessiert, gut zu sein, nicht weniger schlecht. Wir haben jetzt eine junge Generation herangezogen von ziemlich narzisstischen Menschen, die sagen, ich bin das Größte und das Tollste, ja, die Mi-Mi-Mi-Generation sozusagen. Und die will stolz auf ihre Arbeit sein. Darauf brauche ich auch keine Moral mehr. Ich muss nicht sagen, das darfst du nicht, sondern sagen, ey, wenn du stolz auf dich sein willst, mach es so. Ja? Reicht völlig. Da zählen dann völlig andere Dinge auch. Geld ist dann nicht mehr das Ausschlaggebende, sondern in der Gemeinschaft akzeptiert zu wollen, in der entsprechenden Peer Group, auf Facebook Freunde zu haben, das zählt. Ja. Und nicht unbedingt, ob ich jetzt da noch 10% mehr verdiene dabei, sondern wirklich viel mehr, ob ich gemocht bin, ob ich geschätzt bin. Und diese narzisstische Generation ist durchaus vorteilhaft. Es gibt, nennt sich jetzt Selfness, ja. Also nicht mehr Wellness, sondern zu sagen, was tue ich, damit es mir selber gut geht. Ich führe Einstellungsgespräche. Der erste Satz ist, kann man auch bei der Tätigkeit eine Work-Life-Balance haben? Ja? Das ist sehr lustig irgendwie, aber es ist so gemeint. Und es ist mir im Prinzip auch recht, weil ich möchte, dass es den Menschen gut geht. Denn wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, wenn sie sich sicher fühlen, ja, und dafür sorge ich dafür im Institut mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, dann sind sie immer freundlich, dann sind sie auch nicht raffgierig. Das heißt, wir kommen nicht dazu, wie in Deutschland sein, wir müssen einen anderen Lebensstil haben. 2 Tonnen CO2, ja? Spaß muss sein. Ja? Sondern die Leute sagen, ey, wir wollen das, ja? Nicht wir müssen das. Und zwar, weil sie sich damit wohlfühlen. Ja, und nicht das, weil es ihnen jemand anders vorschreibt. In Deutschland sind wir immer noch sehr stark auf diesem Weg, eben, dass wir den anderen vorschreiben wollen, ja, bis hin zu Vegetariertagen in Kantinen. Ich meine, wie dumm ist es, so viel Rindfleisch zu essen? Es ist einfach die ungesündeste Form von Protein. Wenn ich schaue, wie gesund Algenprotein ist im Verhältnis zu Rindfleisch, dann kann ich nur sagen, welcher Trottel möchte jeden Tag Fleisch essen? Weil es einfach die ungesündeste Form von Ernährung ist. Und das geht anders. Und das wissen die jungen Leute. Und darum bin ich eigentlich sehr optimistisch.